Herr Mendel, das Obergericht hat jetzt in der Berufung das Strafmaß gegen den Herrn Michael Seidel von 9 Jahren Haft auf 7 Jahre reduziert. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Meines Erachtens hat jetzt das Obergericht das Strafmaß herabgesetzt auf ein angemessenes Maß. Hätten Sie sich ursprünglich weniger erwartet, im Raum gestanden, dass man auf 5 Jahre Haft plädiert? Ja, meines Erachtens ist es so, dass wir natürlich eine hohe Schadenssumme haben. Das heißt, es ist für das Gericht der Spielraum natürlich auch sehr eingegrenzt. Für mich war jedenfalls klar, dass eine Strafe über 5 Jahre hier zu erwarten ist. Der Angeklagte Michael Seidel hat zu Beginn von der Berufungsverhandlung aufhorchen lassen, hat eine Erklärung abgegeben, dass er jetzt spät aber doch seine Schuld gesteht, dass er im ersten Verfahren seine Schuld nicht gestehen habe können, weil sein Verteidiger ihm entsprechend eingeredet habe. Jetzt hat er gesagt, sein neuer Verteidiger, also Sie, haben ihm klar gemacht, worin seine Schuld und seine Verantwortung besteht, und deswegen hat er jetzt gestanden. Wie haben Sie das gemacht? Ich habe mich mit ihm unterhalten, habe mit ihm den Sachverhalt erhoben und versucht, dass man das Ganze auch klar sehen kann und sich nicht in Nebensächlichkeiten verliert. Sie haben gesagt, dass der Herr Seidel jahrelang in einer Scheinwelt gelebt hat und dass man es ihm auch leicht gemacht hat, in dieser Welt zu leben. Warum ist diese Scheinwelt jetzt plötzlich zusammengebrochen und wer hat es ihm vorher leicht gemacht, in dieser Welt zu leben? Ja, es war ja so, dass Millionenbeträge an ihn bezahlt wurden. Und es gibt hier ja schriftliche Unterlagen, den Hermes-Prospekt etc., wo ja ganz klar auf die Veranlagungsrisiken hingewiesen wird, wo darauf hingewiesen wird, dass man keinen Einfluss hat, wie das Geld angelegt wird, dass letztendlich ein Totalverlust drohen kann und dass hier auch Interessenkollisionen gegeben sein können. Offensichtlich hat sich niemand damit auseinandergesetzt. Und das Weitere ist, dass hier ja große Summen investiert wurden, aber offenbar hat niemand nachgefragt, wohin diese Gelder tatsächlich geflossen sind. Also Sie orten auch eine gewisse Mitschuld oder Nachlässigkeit bei den Geschädigten. Die sind ja zum Teil von Finanzexperten, von Finanzintermediären auch entsprechend beraten gewesen. Warum haben die nichts getan, nichts erkannt? Ja, ich wollte das ja zum Ausdruck bringen. Aus meiner Sicht hat nicht nur mein Mandant in einer Scheinwelt gelebt, sondern viele dieser Anleger haben hier mitgelebt und haben hier ebenfalls zu wenig Realitätssinn bewiesen und diese Sachen überprüft. Wie erklären Sie sich das aus Ihrer beruflichen Erfahrung? Es gibt ja immer wieder solche großen Betrügereien, wo man Leuten hohe Gewinnversprechungen macht. Warum fallen die Leute auf sowas immer wieder rein, wobei das immer wieder vor Gericht kommt? Ja, es gilt hier halt der Grundsatz, Schein ist mehr offenbar wie Sein. Und die Leute, wenn man ihnen irgendwelche Anlagen verspricht, dann schalten sie offenbar jegliche Kontrollmechanismen aus. Jetzt ist eine Schadenssumme noch in der Höhe von 29,5 Millionen Franken im Raum. Das hat das Gericht bestätigt, dass der Herr Seidel die Geschädigten ausbezahlen muss. Ist da noch Geld vorhanden oder ist wahrscheinlich, dass die Geschädigten durch die Finger schauen? Also es ist kein Geld mehr vorhanden. Wir haben sozusagen einen Totalschaden. Es gibt ganz wenige Sachen, die bereits beschlagnahmt sind, aber der Schaden kann in Wirklichkeit nicht wieder gut gemacht werden. Und grundsätzlich nochmal, Sie akzeptieren es, das Urteil von 7 Jahren Haft, oder überlegen Sie sich noch theoretisch eine Revision an den obersten Gerichtshof? Wir werden uns nach Zustellung des Urteils in aller Ruhe überlegen, ob wir an den obersten Gerichtshof herantreten.